Hallöchen, das ist Boris aus Deutschland. Wir haben heute das Bildungssystem in Deutschland zum Thema, im Speziellen in Berlin. Wir sind in einer Gegend, die etwas reicher ist. Wir sind in Berlin-Zehlendorf, in einer Villengegend. Und die Villa hinter uns wurde gerade einem Verein gespendet, der sich um hochbegabte Kinder kümmert. Bevor die Kinder da rein dürfen, ist eine Firma hier ansässig, beziehungsweise hat sich hier im Haus breit gemacht, die in erster Linie das Haus saniert, weil es dort Asbest gibt. Asbest ist eine Sache, die ist schädlich und die muss erst entfernt werden. Und das wird erstmal eine Weile dauern. Rund 2% der Bevölkerung in Deutschland soll hochbegabt sein. Das heißt, hat einen IQ von mehr als 130. Festgestellt in psychologischen Tests. Viele der hochbegabten Schüler werden aber gar nicht als solche erkannt. Was machen wir mit hochbegabten Kindern? Meine Fraktion, meine Partei hat sich immer dafür stark gemacht, dass wir alle Kinder gleichermaßen fördern, aber auch fordern. Und da sind wir im Bereich der Hochbegabung. Berlin hinkt da seit Jahren hinterher. Wir haben Wartelisten, wo Kinder bis zu 2 Jahre auf einen Platz im hochbegabten Bereich warten. Aber Sie haben vollkommen recht, wenn wir wirklich jedes Kind individuell begleiten wollen und ihm die besten Chancen ermöglichen wollen, müssen wir unbedingt auch in die hochbegabten Förderung investieren. Das deutsche Bildungssystem weist den größten Lehrkräftemangel auf seit über 50 Jahren. Die Kultusministerien sagen, dass ungefähr 12.000 Stellen unbesetzt blieben. Der Lehrerverband sagt, es sind über 40.000 Stellen, die unbesetzt bleiben. Ein Drittel der Lehrkräfte war 50 Jahre oder älter. Der deutsche Bundeskanzler Scholz sagte in seiner Rede im Februar, dass Deutschland bis 2030 6 Millionen Arbeitskräfte fehlen und kündigt an, mehr für die Lehrer und für den Ausbildungssektor zu tun. Die meisten dieser fehlenden Fachkräfte sollen aus dem asiatischen Ausland kommen. Hier ist es dann fast vorhersehbar, dass dieses zu einem fast exponentiellen Anstieg von privaten Schulen führen wird, da die ausländischen Fremdarbeiter ihre Kinder garantiert in gute Schulen schicken wollen, da sie dafür bezahlen können. Privatschulen sind in Deutschland auf dem Vormarsch. Im Jahr 1992-93 gab es in Deutschland nur 3.200 Privatschulen. In 2018 und 2019 bereits 5.800, die jetzt schon über 1 Million Schüler haben. Das Thema Schule war nicht umsonst eines der zentralen Themen im Berliner Wahlkampf. Die Hauptstadt macht der Entscheidung basierend auch auf, was in den Schulen in der Zukunft passieren wird.